Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LS15 Conquest. Es wird sich einiges ändern an unserem Landwirtschaftssimulator-Format hier im Kanal. Das wird euch sicherlich freuen. Ihr merkt auch, ich bin mal wieder voll Energie geladen. Wir werden ein bisschen optimieren an diesem Format. Was das sein wird, werdet ihr im Laufe dieser Folge schon mitbekommen. Da bin ich ganz sicher. Und ja, das mache ich für euch, mit euch gemeinsam. Und deswegen natürlich auch hier wieder die Bitte oder der Hinweis, wenn euch das zusagt, was ich da jetzt ändere, und ihr werdet das sicherlich sehen, dann schreibt es in die Kommentare. Lasst mir gerne also euer Feedback dazu da. Ja, das ist jetzt der Spielstand, der sich ergeben hat nach dem großen Zuschauer-Feedback-Gerät. Da konntet ihr mir aufmerksam zuschauen nach unserer großen Tippi-Aktion. Und während ich da das Video aufgenommen habe, habe ich also fleißig hier schon weitermachen lassen, wenn ihr so wollt. Würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal kurz diese kleine Ecke hier von Hand. Und dann komme ich gleich dazu, was ich ändern werde, beziehungsweise werdet ihr das auch gleich schon sehen. Denn, ja, ich möchte einfach das Beste aus all den Dingen, die wir bis jetzt so im Landwirtschaftssimulator gemacht haben, die besten Elemente daraus möchte ich einfach übernehmen. Und das bedeutet, die Videos werden kurzweiliger werden. Es wird sich auf jeden Fall nicht mehr so wie von der Stange anfühlen. Ich habe sehr viel nachgedacht über meinen Kanal, über die zukünftige Entwicklung, wo die Reise hingehen soll und so weiter und so fort. Und also diese Gedanken mache ich mir eigentlich ständig, weil ja, nur wer sich selbst kritisch mit dem, was er tut, so befasst, ne, der kommt da auch irgendwie weiter. So, ich glaube, wir haben alle Erntemaschinen, haben wir wieder im Betrieb. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir den Häcksler noch brauchen, denn ich würde dann eigentlich eher vorschlagen, dass wir statt dem Häcksler, lass uns mal eben kurz gucken, wie viele Felder haben wir denn noch jetzt gerade hier nicht bearbeitet, dass wir stattdessen nämlich mal eben lieber, was wächst denn da, Körnermeister, ja, lieber vielleicht noch einen Drescher nehmen. Andererseits müssen natürlich die Kartoffelfelder und so müssen wir auch noch roden. Hören wir mal gucken. Also ich würde den hier verkaufen, den haben wir jetzt getestet. Den würde ich verkaufen und das war falsch. Und dann halt mal gucken, was sich ergibt, wenn wir, also finanziell, ob wir da schon mal eine Kartoffelrodemaschine kaufen können. Weil, naja, von den Finanzen her reicht es halt nicht. Jetzt müssen wir erstmal wieder einmal abtanken, fahren und dieses Mal habe ich sogar noch richtig geladen. Sehr gut. Also, wir fahren wieder Stafette. Das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Wenn ihr euch wundert, wieso ich jetzt an diesem Spielstand oder an dieser Stelle im Spiel schon bin, habt ihr wahrscheinlich verpasst das große, 1-stunden-lange LS15 Conquest-Tippi-Spezialvideo. Einfach nochmal reinschauen. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal den Häcksler. Den fahren wir jetzt erstmal verkaufen, weil ich glaube, wir haben ja die Aufgabe erfüllt, zu häckseln, BGA zu befüllen. Das haben wir erreicht. So viel zu dem Plan. Hat ja toll geklappt. Na, hervorragend. Ja, das ist ein weiteres Gerät, was ich in dem Spezialvideo neu gekauft habe. Amazone Spritzgerät. Hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Damit geht es auf jeden Fall schneller. Und jetzt müssen wir nur mal eben schauen, dass wir die auch immer aufgefüllt haben. Hier auf dem Feld wird gerade geerntet. Das hatte ich auch schon fertig gespritzt. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Video gezeigt habe. Auf jeden Fall sollten wir natürlich keinen Ertrag verschwenden, wenn wir dieses Projekt hier so angehen wie geplant, nämlich Conquest. Wir erobern die Map, sagen, okay, diesen Betrieb haben wir aufgebaut, verkaufen die Fahrzeuge, nehmen das Geld, fangen die nächste Map an und runden dann zum nächsten Millionenbetrag, den wir haben. Ich würde sagen, ab. Und dann haben wir ein Startkapital und dann können wir da die Map sozusagen, ja, uns leisten, beziehungsweise die Fahrzeuge leisten, um sofort die Map zu bestreiten. Ich würde auch sagen, wir lassen die Zeit ein bisschen schneller vorlaufen. Denn, ja, das gibt ja wieder Geld durch die BGA und was man gerade nicht so schön sehen kann, eigentlich auch durch die Tiere. Aber die, das dauert immer irgendwie ein bisschen, bis der Produktivitätslevel angestiegen ist. Aber die Aufgabe haben wir auch schon erfüllt. Also Tiere ist abgehakt. Bis auf eins. Ja, ich weiß es ja. Ich weiß es ja. So, das ist die Frage, welche Felder wir dann noch machen. Als nächstes, wie gesagt, alle natürlich eigentlich. Beim Kartoffelland gibt es auch einen Sonderpreis. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Müssen wir wahrscheinlich auf den nächsten warten.
Und natürlich müssen wir auf den nächsten Tag warten, deswegen lasse ich auch die Zeit vorlaufen, damit der Händler wieder auf hat und wir gucken können, wie wir da weiter investieren. Ihr seht aber jetzt da oben gerade, wie langsam aber stetig unser Geld ansteigt. Das hat mit der Mod, der BGA-Mod halt zu tun. Die haben wir hier drauf und das verändert halt die BGA dahingehend, dass sie halt nicht so ein Cheat-Dingen ist, sondern dass man wirklich, ja, wie soll ich sagen, das ist nicht so ein Reinschmeißen, reich werden und fertig. Sondern die BA hat jetzt auch verschiedene Faktoren, von denen es abhängig ist. Habe ich aber alles schon mal erklärt. Deswegen, ihr wisst das ja wahrscheinlich auch alle, deswegen brauche ich das ja nicht nochmal groß hier breit zu treten. So, ich glaube, wir müssen so umfahren, sonst haben wir zu viel Probleme mit den Bäumen hier. Das wird ein bisschen anstrengend. Wir machen mal Licht an hier. So, Ruckler incoming, jawohl. So, das machen wir mal aus. Wird ja auch mal mit mir geschimpft. Und los geht's. Hier auf unserem Kartoffelfeld. Genau, also Kartoffel haben wir hier 3 Felder. Und Zuckerrüben haben wir 2. Da würde ich sagen, wir holen erstmal die Kartoffel-Erntemaschine. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, kostet die auch irgendwie 400.000 oder so. Ich war schon wieder hier wie schief, wie wenn der Bulle pisst. Mann, Mann, Mann. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass die Helfer nicht mehr fahren. Doch, sie bewegen sich noch. Ja, mit 2 Mähdreschern geht es dann noch ein bisschen schneller als mit 1. Gleich ist wieder Abtankzeit. Ich muss immer, wenn ich mit dieser Amazone hier rumfahre, muss ich immer dran denken an mein erstes Landwirtschaftssimulator-Video. Das hat eingeschlagen damals wie Bombe, dank einem Hinweis von dem guten, lieben Florian. Der gute Florian. Habe ich in WoW kennengelernt. Der dann irgendwann meinte, Garderöllchen, wie wär's denn? Bist du auch ein Bäuerchen? Guck dir doch mal an, da gibt's auch so Simulatoren, da kann man so herrlich bei entspannen. Solltest du dir mal anschauen. Sollen ja ganz beliebt sein. Und ich mir so gedacht, oh ja, Landwirtschaftssimulator, Trecker rumfahren und so. Simulatoren hatten damals ja auch noch ein ganz anderes Budget. Und ja, da habe ich einfach mal ein Video rausgehauen und hatte das Spiel an dem Punkt schon ins Herz geschlossen, wie ich es auch heute noch tue. Ich habe mich ja gefragt, was ich zu dem LS17 Trailer denke. Ich möchte mich dazu nicht äußern, weil da ist nichts auf Basis dessen man den Fortschritt des Spiels sozusagen im Moment so beurteilen kann, halt ist das Problem. Und ich möchte mich da halt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen jetzt hier, keine Ahnung, ja, das ist jetzt, sieht hammergeil aus und man sieht ja da dynamischer Boden oder weiß der Geier was, das sieht man halt alles nicht. Das ist halt ein CGI-Trailer, also ein gerendeter Trailer, das Spiel wird hinterher so nicht aussehen. Also es wird definitiv nicht so aussehen. Man muss Giants hoch anerkennen, dass sie es diesmal ganz klar, wie sagt man, dazu gesagt haben, ne? Dass es so nicht aussehen wird, wenn es am Ende erscheint. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, warum sie wieder so einen Render-Trailer gemacht haben. Warum sie nicht in-game gezeigt haben. Aber ja, wenn man erst den CGI-Trailer zeigt, kriegt man vielleicht erstmal noch ein paar mehr Bestellungen rein. Das ist natürlich auch eine denkbare Sache. Ja, warum ich noch nicht weiß, wie das aussieht mit LS17 ist, es ist halt nicht gewünscht, dass ich über das Spiel berichte. Das sage ich jetzt auch mal in der Öffentlichkeit nochmal. Es wird also mit dem wirklich reichweitenstärksten und eigentlich auch größten Simulator-Kanal hier in Deutschland wird nicht gesprochen. Und dann werte ich das mal entsprechend so. Wollen wir mal gucken, wie dann die Zukunft aussieht. Ob es dann LS17 auch in diesem Kanal geben wird. Wenn das nämlich nicht gewünscht ist, dann kann Giants halt sagen, naja, der hat zu kritisch berichtet, wollen wir nicht. Aber das ist nur eine Mutmaßung, das ist nur eine, ja, man kann ruhig sagen, eine Unterstellung. So transparent bin ich dann auch. Fakt ist, es wird sehr stark alles daran gesetzt, mich bei allen Dingen, die den LS17 betreffen, rauszuhalten. Das werde ich auch in nächster Zeit noch wieder sehen, wenn es um LS17 Dinge geht, die auch mit der Öffentlichkeit oder mit euch als Community stattfinden, wo man eigentlich erwarten würde, dass da ein Garderol auch rumturnt. Ne? So, ich kann hier, glaube ich, weitermachen oder muss ich jetzt... nee, Sekunde mal, war der andere schon leer?
Und mit dem müssen wir auch gleich mal da hinten nacharbeiten, weil das geht sowieso nicht gut hier. Das sehe ich schon kommen. Dann halten wir mal an. Ich wollte da hinten nochmal die Ecke nacharbeiten, weil der hat die schon ziemlich weit hinten rumgezogen. Würde ich vorschlagen. Das sind ja schon Riesenmaschinen, ne? Auf jeden Fall freue ich mich auf Fendt im LS17, weil ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Hoffnung habe, also das ist nur meine persönliche private Hoffnung sozusagen, dass die ARCO-Gruppe sehen wird, wie halt, sagen wir mal jetzt als Beispiel, die Glasmaschinen halt in C&C aussehen werden, also in Cattle & Crops aussehen werden und wie ihr Fendt im LS aussehen wird und vielleicht gibt es ja dann irgendwann nochmal die Option, dass Fendt oder andere Firmen dann nicht exklusiv, dass der Giants in dem Interview mal raus, aus Versehen rausgerutscht, dass man also ganz stark auf die Marken setzt und da absichtlich natürlich auch mit allen Tricks versucht, die dicken Marken zu halten. Das ist ja auch das gute Recht, wenn man Marktführer ist, kann man das ja so machen. Aber ich glaube und hoffe letztlich, dass die Qualität entscheidet. Und wir haben ja noch ein weiteres Spiel, auch noch zwei weitere Spiele haben wir auch noch im Rennen, ne, um das ganze Ding, und zwar den Farmexperten 2017. Und wir waren ja beim letzten Mal schon riesig begeistert von dem Spiel. Also ich zumindest, ihr nicht alle so. Da freue ich mich auch schon wieder riesig drauf, das mit euch gemeinsam zu testen und anzuspielen. Da bin ich auch schon in Gesprächen. Da wird auch ganz offen mit mir gesprochen. Die freuen sich auch schon auf kritische Videos. Haben ja damals basierend auf dem einen Video mich extra mal angeschrieben und dann nachgefragt und in Einstellungen und so. Das war eine coole Sache. So kann man. Das hat ja auch der gute Kollege von Nordrhein-TV, der Ansgar, hat es ja auch unter einem Video kommentiert. Ich glaube, es war ein UIG-Simulator, wo er auch geschrieben hat, naja, das sind halt alles nette Leute im Marketing und so weiter, aber manchmal die Produktmanager, da fragt man sich halt, ne? Tja, so ist das. Schauen wir mal. Hier jedenfalls sehen wir, es geht jetzt zügig voran. Unser Ziel in LS Conquest da, irgendwann mal so alle Maps zu besitzen. Alle Felder zu besitzen, alle brauchen wir hier gar nicht, weil die sind ja schon gekauft, aber alle Felder geerdet zu haben, ist das Ziel. Weil jetzt haben wir noch mal Leute gefragt, was ist denn das Conquest, was ist denn das für ein Scheiß, ne? Also das Ziel ist hier, dass wir alle Felder besitzen, alle Tiere einmal gefüttert oder geerntet, wollte ich gerade sagen, haben wir. Und ja, alle Felder bewirtschaftet, das bedeutet, alle Felder einmal abgeerntet und dann werden am Ende alle Maschinen verkauft. Und das gibt das Startkapital für eine neue Map. Die werden wir in Kürze wechseln. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich genug hier von Hand rumgearbeitet. Und wir können, glaube ich, jetzt oben zum Verkauf gehen. Und ich würde echt sagen, wir verkaufen den Jaguar und holen uns einen weiteren Drescher. Und dann fahren wir mal hier in Dreierstaffette. Und eine Sache, die ich schon länger versprochen habe, die ich mir vorgenommen habe, die setze ich dann natürlich auch in dem Zuge um. Könnt ihr ja mal gespannt sein, was das sein wird. So, jetzt verkaufen wir erstmal den hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der gekostet hat, aber da müssten wir schon den einen oder anderen Euro dafür bekommen. So. Ja, aber letztlich freue ich mich wirklich auf, und das versteht jetzt wahrscheinlich wieder keiner, aber ich meine das ganz ernst, wenn ich sage, ich freue mich auf alle diese vier Spiele. Das ist ja noch irgendwie Farm Pro Expert oder so ein Handyspiel, was jetzt auf den PC kommt oder so. Da freue ich mich natürlich auch drauf, weil das sind ja alle Spiele, die den Markt bereichern und die da vielleicht auch neue Impulse geben oder so. Ich weiß es nicht. Deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, was sind wir denn hier jetzt? Läuft das nicht mehr oder was habe ich hier falsch gemacht? Ist sie verstopft? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich muss das Förderband erst wieder anstellen. Hilfe. Band an. Ha! Ich bin so schlau. Da oben fliegt übrigens ein Hubschrauber. Da habe ich auch irgendwie noch so eine Idee, aber mal gucken, ob das klappt. So, der Kollege meinte, er wäre. Du meinst wohl, du wärst fertig, Freundchen, hä? Das könnte dir so passen. Obwohl zwei Drescher und ein Ablader ist schon. Das ist schon sehr am Limit, oder? Wollen wir nicht erst die Kartoffeln fertig machen und dann, ich kann mich immer nicht entscheiden. Vielleicht merkt ihr das. Kann ich mir ja mal in Ruhe überlegen. So, jetzt müssen wir den eben abladen. Und da müssen wir eh mit abladen. Also, da müssen wir den abladen und eh mit abladen weitermachen. Ja, ganz toller Satz.
So, dann haben wir den hier auch gleich leer. Trifft sich gut. Dann können wir den von Hand, müssen wir den umsetzen. Ich glaube, das funktioniert sonst nicht. Der hinten funktioniert auch schon wieder nicht mehr. Ah, deswegen jetzt die ganzen Kleinigkeiten hier. Da müssen wir mal wieder ran. Wobei stehen geblieben. Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf all diese neuen Spiele. Ich freue mich auf die Verbesserungen, die es im LS sicherlich geben wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle Spiele. Ich werde wie immer, wenn es mir nicht untersagt wird, wie gesagt, auch den LS17 spielen. Und eigentlich rechne ich nicht damit, dass das passieren wird, weil ich ja zumindest halt mit dem Publisher sehr guten Draht habe, der da vielleicht dann auch nochmal ein bisschen ernster werden kann. Aber ja, mal schauen. Ist halt sehr auffällig im Moment. Und Farmexperte, da erwarte ich halt sehr viel neue Funktionen im Spiel. Was ich da nicht erwarte, ist der bombastische technische Fortschritt. Ich meine, das Spiel hat halt funktioniert, sagen wir mal. Ne? Also das war halt ganz okay. Aber das war's dann auch. Naja, so, also in der nächsten Folge geht es weiter. Dann werden wir eine der beiden möglichen Maschinen kaufen. Und ich denke, es wird der Kartoffelroder sein. Ich überlege gerade, ob wir dann noch einen Abfahrer dafür haben. Das müssten wir dann auch mal schauen. Wenn wir keinen Abfahrer dafür haben, dann können wir uns das eh gleich kneifen. Das wäre dann ein bisschen blöd. Blöd, blöd, blöd. Gucken wir mal, hat man noch einen? Sonst können wir den hier verkaufen. Der ist ja da. Die Wagen, die stehen, glaube ich, noch irgendwo rum. Dann oder hier nochmal einen Auflieger oder den verkaufen. Hm. Ich glaube, ich fahre mal mit dem hier, fahre ich auch noch zum Verkauf. Und dann gehen wir nächste Folge sofort am Anfang. Gehen wir shoppen. Und zwar nicht neue Schuhe oder nicht neue produktplatzierte Haarpflegemittel, sondern dicke, fette, neue Maschinen. Welche das sein werden? Verpasst es nicht. Lasst ein Abo da, empfehlt euren Freunden dieses geänderte Format. Ich denke und hoffe, ihr habt bemerkt, was sich jetzt so alles ändert. Da habe ich richtig Bock drauf, das jetzt so durchzuziehen, wie ihr gerade merkt, wie das läuft. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr meint, was ich mir vorgenommen habe und was euch aufgefallen ist. Und ich bin sicher, ihr findet es raus. Und wenn wir für dieses neue Format innerhalb von einer Woche, Max, du darfst es mal, ich muss ja nicht alles so machen, wie du möchtest, lieber Max Mustermann. Wenn wir es schaffen, auf diesem Video, auf diesem ersten Video des neuen Formates, innerhalb der ersten Woche 1200 Daumen zu bekommen, das ist ja so die magische Grenze, ne? Wenn wir das hinbekommen, kommt nächste Woche mindestens alle zwei Tage ein LS15-Video, versprochen. Ist das ein Wort? Also, ab in die Tasten, Kommentare schreiben, Video weiterempfehlen, fleißig gucken, Adblocker aus, bis zum nächsten Mal. Tschüss!